Na, wo wartest du? John. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, ich habe heute eine Challenge gemacht und zwar bin ich in Solo vs. Solo reingegangen, nach Tilted geflogen und habe geguckt, wie viele Kills kann man in Tilted direkt am Anfang schaffen, wenn man jetzt noch nicht der Über-Pro-Spieler ist. Aber schon eine ganz gute Runde auf jeden Fall am Start, Leute. Ich glaube, gameplay-technisch ist es mein bestes Video bis jetzt, also von den Moves, die ich gemacht habe und so weiter und so fort. Ja, der Kommentar des Tages wird heute jetzt hier eingeblendet. Wenn du mal Kommentar des Tages werden möchtest, dann würde ich dir einfach empfehlen, Kommentare zu schreiben. Da kannst du morgen in der Episode dabei sein. Viel Spaß beim Video. Ich habe hier richtig Tilted Towers rasiert, würde ich sagen. Let's go. Lasst ein Like und ein kostenloses Abo. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Und los geht die Runde. So, Leute, das ist jetzt der erste Versuch. Wir gehen natürlich direkt nach Tilted. Logischerweise, weil die Challenge beschäftigt sich ja mit Tilted Towers. Und ja, Leute, ich bin mal gespannt, wie viele Kills man da jetzt direkt ziehen kann am Anfang. Wie gesagt, der Win, also das sind nur 86 Leute in der Lobby, das war's dann mal wieder komplett. Der Win steht jetzt nicht so hart im Vordergrund, sondern eher so zu gucken, okay, was ist jetzt hier killmäßig drin. Natürlich werde ich mich jetzt nicht selbst umbringen danach. Also ist klar, dass ich natürlich auch weiterspiele und eventuell kommt ja noch was Gutes bei raus, man weiß es ja nie. Wir kommen auf jeden Fall jetzt hier irgendwo in der Mitte runter, weil das ist auch so mein Ziel hier in diesem Bereich. Weil, ja, hier zum Beispiel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hier, komm. Ah, Black, okay. Die Leute fragen mich übrigens, warum mein Loot so hart leuchtet. Sehr, sehr einfache Begründung. Das ist wegen der PS4 Pro. Leute, das war zum Beispiel gerade sehr, sehr, sehr knapp. Also knapper als das geht's eigentlich schon gar nicht, Leute. 10 HP sind noch am Start. Der Typ hat mir also 91er gegeben. Und ja, wir benutzen jetzt natürlich das Medipack, haben dann wieder 100 Leben. Also dann hat sich das ja gelohnt. Warte, vielleicht ist hier ein bisschen Shotgun-Munition drin. Ne, hier nicht. Aber hier vielleicht? Na, hier ist keine Kiste mehr. Ich dachte eben, hier wäre noch eine. Okay, wir haben 8 Schüsse. Ah, da ist noch eine Kiste. Okay, wir müssen jetzt echt ein bisschen Munition haben, Alter. Jawohl. Sehr schön. Zack, zack. Hier ist direkt Action neben mir. So, Leute. Typ hat die Kiste über mir aufgemacht. So, erstmal die Miniscan. Okay, let's go. Hinter mir ist auch einer. Okay, sehr gut. Komm her. Okay, Double Pump haben wir. Echt eine ganz nice Ausgangssituation. Typ ist jetzt noch eins über mir. Die baut sich aber irgendwo runter anscheinend oder so. Ja, Leute, uns bleibt nichts anderes übrig. Okay, let's go. 4 haben wir. Uiuiui, Alter. Alter, was war das für ein Start, Mann? Okay, let's go. Sauber, Alter. Let's go. Direkt erste Runde klappt es jetzt. Das wäre natürlich perfekt. Alter, Leute. Heavy. Macht man das jetzt eigentlich so? Ja, ne? Man macht das jetzt so, oder? Dass man diese beiden Shotguns hier verwendet. Habe ich zumindest irgendwo gesehen. So, gib mal das alles her. Das kannst du mir auch nochmal geben. Ja, jetzt kannst du mir das wiedergeben. Okay, nice Anfang. Let's go, komm. Ja, ein Minischild, die können wir natürlich noch axen, meine Freunde. Apropos axen, Leute. Ich habe früher übelst Dinosaurier gelebt. Ja. Okay, so. Wir haben auch ein bisschen Material am Start. So, Leute. Wir machen die Angriffe jetzt nur von oben. Und jetzt bitte gib mal so ein 50er Schild, die, Alter, in mein Face. Okay. Eigentlich krass, dass diese Runde mit so wenig Leuten gestartet hat. Wo ist der Typ hier?
Let's go, komm. Puh, okay, 6 Kills schon mal direkt gemacht am Anfang, Alter. Ich würde sagen, der Anfang war nicht schlecht. Ich habe jetzt ein bisschen verkackt, weil der Typ hat sich schneller hochgebaut, als ich dachte. Egal. Okay, Leute, zweiter Versuch ist da, Leute. Gucken wir mal, was so abgeht in Tilted Towers, meine Freunde. Ja, also ich muss sagen, die erste Runde hat mir schon mal gut gefallen. Leider dann halt am Ende so ein bisschen, naja, was soll ich sagen, ne? Er hatte halt die höhere Position, ich bin nicht mehr so schnell hochgekommen. Er hat es schlau gemacht, er ist mir sofort hinterhergelaufen. War schwierig zu kontern, Leute, aber 6 Kills hatten wir schon direkt straight. 10 Kills zu schaffen direkt am Anfang in Tilted, das wäre so ein bisschen mein Ziel. Ich meine, für Solo versus Solo ist das auch echt viel, 10 Kills am Anfang in Tilted. Da musst du erstmal das Glück haben, dass da so viel für dich übrig bleibt quasi. Und wir haben jetzt eigentlich einen ganz stabilen Winkel für Main eigentlich. Aber wir müssen natürlich auch hoffen, dass da jetzt irgendwas liegt. Ich glaube, ich müsste von allen eigentlich am besten da reinkommen. Also ich wüsste jetzt nicht, wer hier schneller ist als ich. Ich meine, die sind zwar vielleicht ein bisschen so schneller. Ja, aber wer kriegt die Shotgun? Marcello kriegt die Shotgun, meine Freunde. Aber er hat die andere Shotgun. Oh, ist das bitter. Ich bin ein dunkler Reisender auf dem Weg nach Tilted Towers mit dem beschissensten Flug für Tilted Towers. Ey, ohne Scheiß, das ist ja wohl voll, so broke jetzt. Alter, das... Also allein, dass da jetzt genug nach Tilted gehen, ist schon, wäre schon eigentlich ein Wunder, Leute. She gives me catchy all night long. Er ist wirklich in die Falle gelaufen, ey. Das Ding ist, Leute, jetzt guckt euch mal zum Beispiel meinen Loot jetzt mal an, ja? Der Loot ist jetzt voll gut, aber Tilted ist nicht in der ersten Zone, das heißt, die Challenge wird jetzt leider nicht klappen. Ich gehe jetzt, guck mal, was ist das für ein Loot, Leute? Ich habe 100-100. Da oben baut sich einer hoch. Ich gehe jetzt voll Risiko, glaube ich. Ja, ich gehe jetzt voll Risiko, was bringt's mir anders? Digga, wieso trifft er mich nicht mehr? Da hinten ist noch einer. Hier ist auch noch einer drin. Oh nein, hör auf. Hier hinten ist auf jeden Fall auch noch einer drin. Medi. Der Typ ist direkt neben mir. Ja gut, Leute, jetzt habe ich halt 5 Kills, es leben noch 44, kein Plan. Es ist halt so ein bisschen slow-paced, weil halt die Leute jetzt in die anderen Städte gegangen sind. Da passieren am Anfang halt meistens nicht so viele Kills. Aber hier ist immer noch Action, Alter, ich glaub's nicht. Was nehme ich jetzt mit? Das. Wo war das jetzt aber hier?
Da ist echt jemand drin, ey. Na, wo wartest du? John. Ich bitte dich. Da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Ich glaube, ich habe Tilted geholt komplett. Oh. Noch ein 50er Schild, die kommen. Oh. Ja, ist denn schon Weihnachten, meine Freunde? Da ist jemand, oder? Ne, das baut. Ey, dieses. Wenn sich das Ding ins baut, ne? Ich krieg da immer so Panik, ey. Boah, was mache ich jetzt hier mit? Boah, wie viele Raketen habe ich? 6. Nein. Und dann werde ich gesniped, Alter. What the fuck? Okay, Leute, die Flugroute ist nice mit Reis, Amaner Schweiß, Digga. Amaner Schweiß, Digga. Also, dass ich mal mit 24 sowas in einem Video sage, hätte ich auch nicht gedacht früher. Okay, Leute, let's go. Wir gehen jetzt direkt wieder versuchen, mal wieder Richtung Main zu fliegen. Und wir haben 93 Leute in der Lobby, wir fliegen über Tilted, das heißt, die Chance ist gut, aber natürlich ist die Chance am Anfang zu verkacken genauso gut, Leute. Das ist natürlich immer so. Aber ich habe mir jetzt gedacht, euch jetzt nur die Baba-Runden in dieser Challenge zu zeigen, würde der Challenge nicht gerecht werden. Weil das ist ja dann auch keine Challenge mehr, wenn man es immer sofort beim ersten Versuch schafft. Wobei ich ja eigentlich schon mit den Versuchen zufrieden bin, die ich bis jetzt hatte. Ich meine, einmal habe ich wirklich alle Kills aus Tilted geholt. Also das waren wirklich maximale Kills. Und ich muss auch maximal jetzt hier diese AR... holen. So, mein Freund, du bist dran. Mir ist scheißegal, was du machst, Digga. Ja, gönn dir die Falle, Digga. Ich lauf da nicht durch. Falls da wer anders jetzt gerade durch wollte. Warte mal. Okay, da schießt jemand auf mich. Ich weiß nicht, was dieser Mensch da gerade macht. Boah, es ist voll Risiko gerade. Okay, jetzt sieht's gerade lootmäßig nicht gut aus. Wenn der Typ eine Shotgun hat, dann war es das mal wieder komplett. Der sitzt da hinten in der Ecke? Ja, ist unglaublich. Ich kann mich nicht hochbauen. Der Frust. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe einfach rein. Er soll denken, ich gehe einfach rein. Dabei gehe ich hier lang. Hol mir jetzt die Shotgun. Und jetzt gucken wir mal, mein Freund. Digga, er ist halt genau da. Oh mein Gott, Digga. Warum denn? Warum? Mach das doch nicht, Digga. Das war wirklich jetzt nicht schlau. Okay. Ich gehe mir erstmal gleich ein Abknistern hier. Ja, wir gehen jetzt erstmal ein Abknistern, würde ich sagen. So. Währenddessen können wir hier schon mal so ein bisschen arbeiten. Alter, wer hätte mich von da, kann mich jetzt jeder töten. Ich bin so ein lebender Toter, Leute. Entweder jetzt ein Juggy oder das war's komplett. Ah, oder den wenigstens, okay. Na gut, na gut. Besser als nichts. 3 Kills haben wir jetzt. Hier drin war noch Action. Na, nicht so verschwenderisch, Digga. Das hat jetzt genau gereicht, okay. Da unten sehe ich ein bisschen Action. Den looten wir aber erst später, Leute. Alter, wenn jetzt hier eine Falle ist, ich bin so weg. Das war's dann. Okay, hier ist jemand drin. Er ist sogar auf meiner Etage gerade. Bevor du mich jetzt challenged, diesen Verband, den nehme ich mir jetzt noch. Immerhin 125. Oh nein, wie billig.
She gives me catchy. So Leute, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier... Stopp. Digga, der Typ wartet da jetzt wirklich halt. Das ist halt so traurig, ne? Der wartet da jetzt, bis ich komme. Huhuhuhu. Boah, fuck, Leute. Ah, Leute, der Typ macht da jetzt irgendwelche komischen Drecksachen, Mann. Hör doch jetzt auf damit. Ich habe ein bisschen viele Verbände dabei, finde ich. Okay. Mein Controller ist gleich leer. Ich muss ihn jetzt kurz laden. Ach, scheiße, ey. Digga, das Kabel, Alter. Was ist denn hier los? Ich lasse jetzt nicht laufen. Okay, lädst du? Ja, ich glaube schon. Mein Gott. Okay. Okay, Leute, ein paar mehr Drinks wäre natürlich auch nicht schlecht, aber 7 Kills haben wir schon wieder, Leute. Also ich würde sagen, es läuft hier ganz gut bis jetzt. Also man kann sich da eher weniger beschweren. So. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, Leute. Warum, Marcel? Warum? Hast du nicht das Lagerfeuer einfach platziert? Und das ist dann wieder der Punkt, auf den ich keine Antwort mehr weiß. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich hier hinten noch einen getötet habe. Okay, mein Freund. Wo ist er? Er hat sich verpisst, Leute. Dieses miese Schwein hat sich verpisst. Er ist hier halt irgendwo. In welcher letzten... Ah, da hinten ist er. Okay. Der Looter ist in der Zone. Ach, eigentlich ist es auch egal. Noch kurz abchecken, ob hier noch jemand kommt. Okay, die nächste Zone ist auch gleich hier. Okay. She gives me catchy. Alles klar. Darf ich dann nichts bauen oder was ist das Problem jetzt genau gewesen? Gib mir einen Trank. Keinen einzigen Trank. Okay, gut, natürlich nicht. Wieso sollte er auch einen haben? Ich habe ihn ja absolut angeschossen. Jetzt habe ich halt... Ja, mein Leben ist halt so okay, ne? Da oben ist aber jetzt Feierabend, ne? Da kommt keiner mehr. Boah, Leute, hier braucht man auch wieder die Baukünste, Alter. Ist da oben jemand? Habe ich das gesehen? Ich bin ja schon in der nächsten Zone dann direkt. Ich frage mich jetzt aber halt, wo ich langlaufe am besten.
Ja. Neunter Kill. Hast du bitte einen Trank? Krass, wie schnell er sich zugebaut hat, ne? Okay, dann kann man wirklich sagen, dann war ich zu weit von Tilted Towers entfernt und außerdem ist das hier noch passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür da, würde ich mich darüber freuen, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir auf jeden Fall Challenges in die Kommentare, das wollte ich noch sagen, schreibt mir Challenges in die Kommentare, was ihr mal von mir sehen wollt, was man machen könnte in Fortnite, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, haut rein, bis dahin, ciao, ciao.